Ein illegales Go-Kart-Rennen in einer ruhigen Wohngegend alarmiert jetzt die Polizei, Oberkommissare Alexander Henke und Sarah Freitag. Die Raserei hat bereits ein erstes Opfer gefordert. Was ist passiert? Ich habe selber nicht mitbekommen, was gerade passiert ist. Wollen Sie sich leicht hinsetzen vielleicht? Zeigen Sie mal Ihre Verletzung einmal bitte. Oh, ah. Das ist ein scheiß Ding hier umgefahren, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Guck mal. Gucken Sie sich mal um, ey. Ah, Egon, die Streife. Wir brauchen hier zum Einsatzort dringend einen RTW mit Alarm. Müssen bewegen Sie erstmal gar nichts. Wir haben hier eine verletzte männliche Person. So, Entschuldigung, erzählen Sie gleich gerade nochmal. Sie sind hier angefahren worden oder was? Mit dem Go-Kart? Ich habe hier vorne die Ecke geschnitten. Ja. Dann gab es ein riesen Geknatter irgendwie aus meinem Rücken. Ja. Hat es einen Knall gegeben. Ja, dann lag ich auch schon hier. Der Mann berichtet weiter, dass er nur gehört hat, wie eine Person geflohen ist. Gesehen hat er niemanden. Die Tochter des Verletzten sowie seine neue Ehefrau und deren Sohn werden dazu befragt. Das ist hier die Tochter von dem Verletzten. Hast du mitbekommen, ne? Alex? Ja, geht es? Die Tochter. Ja, es ist vielleicht auch nur oberflächlich. Hallo. Die Haut ist gerissen. Er hat sich verletzt. Das versuchen wir gerade rauszufinden, was hier passiert ist. Wer sind Sie beide denn? Waren Sie im Auto oder was das ist? Ich muss mich umgefahren haben. Ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Das ist dann Ihre Tochter. Mitten in der Pampa. Das kriegt man noch mit, wenn man hier so Go-Karts. Die sind doch laut, oder? Ich habe Musik gehört. Also, ja? Ich habe nichts mitbekommen. Okay. Gut. Der kommt. Die kennen sich oder was untereinander? Das ist meine Schwiegermama und das ist mein Kuschelbruder. Schwiegermama, okay. Ich mache mal eben den Kram hier ein bisschen beiseite. Und Sie wissen auch nichts davon, wer hier mit den Go-Karts rumfährt oder was? Ich habe gerade geguckt, wo kommt das denn? Ja, aber das ist doch dein Helm, Jonas. Was? Sag mir bitte nicht, dass das deine Schuld ist, dass mein Vater jetzt hier so liegt. Ja, das ist mein Helm, aber ich habe doch nichts damit zu tun. Ich komme doch gerade von der Schule. Der Motorradhelm, der hier gefunden wurde und neben dem Kart lag, der ist wohl der Helm des Stiefsohns. Und das hat auch hier die Tochter angegeben, was sie auch weiterhin angegeben, dass sie wohl häufig Streitigkeiten haben. Hier der Vater, der verletzte Vater und sein Stiefsohn. Und es könnte natürlich ein Indiz und Motiv dafür sein, dass er hier seinen Vater körperlich geschädigt hat. Wem gehört denn dieses Go-Kart? Okay. Wem gehört das? Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie? Und ich weiß auch nicht. Haben Sie das schon gesehen? Nein, ich kann auch nicht sagen, wo das herkommt. Als ich mir das Go-Kart dann mal näher angeguckt habe, konnte ich feststellen, dass da Aufkleber drauf waren. Auf diesen Aufklebern war eine Firma verzeichnet und eine Inventarnummer. Und mit diesen beiden Sachen konnte ich dann an unser Lagezentrum gehen und diese Sachen durchgeben. Weil es ist natürlich möglich, dass diese Sachen irgendwo als gestohlen gemeldet wurden. Ja, wir haben eine Meldung der Go-Kart-Firma. Da sind drei vermummte Personen gesichtet worden. Und zwei von diesen Go-Karts sind gestohlen worden letzte Nacht. Die Tochter wirft ihrem 16-jährigen Stiefbruder vor, ihren Vater umgefahren zu haben. Die Beamten ermitteln den Grund ihrer Vermutung. Die beiden Männer hatten am Vortag wie so oft einen großen Streit, ein mögliches Motiv. Entschuldigung, wir haben hier eine Verdächtigung, hier ihr Sohn und Mann, sie hätten auch häufiger Streit mit dem. Ist da irgendwas dran oder ist das... Deswegen fährt er mich doch nicht mit dem Kartbahnhof. Also, er hat zwar manchmal einen Rappel, aber... Die Tochter wollte ja, nachdem der Vater versorgt war, dann möglichst schnell weg. Also ihre Personalien standen fest. Sie hat hier ihren festen Wohnort. Als wir hier angekommen sind, war sie sowieso gerade im Begriff zu gehen. Also kann das natürlich gut sein, dass sie einen wichtigen Termin hatte. Es kann aber auch noch andererseits sein, dass sie irgendwas mit der Sache zu tun hat und ihr das jetzt quasi unangenehm wurde, dass wir hier auch unangenehme Fragen gestellt haben. Das gilt es jetzt entsprechend noch mal ein Stück weit nachzuforschen. Möglich ist das alles, klar. Also lass uns bitte einmal um die Ecke gucken. Ja. Vielleicht haben wir dann noch andere Anhaltspunkte. Sie vielleicht einfach noch bereit, ja? Wir checken noch mal den Nahbereich, ja? Die Beamten vermuten, dass sich auch das zweite entwendete Fahrzeug und der Fahrer in der Nähe befinden. Womöglich ist auch er bei dem Rennen verunglückt. Also hier ist der andere Eingang zu Ihrem Grundstück, ja? Genau. Was ist denn hier passiert? Was ist denn passiert? Ja, die ganzen Pflanzen sind umgestoßen. Also ist jetzt nicht vom Wind oder dass sie die so hinlegen, weil die voll mit Wasser waren. Ja, jetzt auch kein Sturm. Da unten ist eine Tür auf. Ist das auch normal bei Ihnen? Ja. Hallo? Ach. Da liegt jemand, Alex. Scheiße. Hallo? Hallo, wer ist das hier? Der noch Puls? Ich hol den RTW. Hol du den RTW. Der junge Mann ist bewusstlos. Um wen es sich bei dem Jugendlichen handelt, weiß die Mutter nicht. Ein Fund macht den Beamten aber klar, dass er an dem folgenschweren Rennen beteiligt gewesen sein muss. Das hatte er in der Tasche, so als wenn er es gerade erst reingesteckt hätte. Hinten steht nichts drauf. Das ist das Wohngebiet hier, ne, oder?
Das sieht so aus, als ob die hier so eine Rennstrecke. Das könnte die Ecke sein, wo dieser Unfall war. Stimmt, ja. Wir haben ja so eine Karte gefunden mit einer verzeichneten Rennstrecke. Und oben stand auch drauf Grand Prix Maria. Ja, die Mutter des Hauses hat uns auch angegeben, dass das in der Handschrift ihrer Tochter halt eben geschrieben wurde. Und Maria, Grand Prix Maria, spricht natürlich dafür, dass sie was mit der Sache zu tun hatte, zumal sie auch gerade hier plötzlich weg wollte, was natürlich wieder den Verdacht auf sie lenkt. Guck mal, es fehlt uns noch ein zweites Kart. Das eine Kart ist hier verunfallt. Diese Strecke wäre hier noch weitergegangen, in diese Richtung. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es sich bei dem Verletzten um den flüchtigen Fahrer handelt, der den Vater umgefahren hat. Vermutlich wollte er sich verstecken und ist dabei die Treppe hinabgestürzt. Am Zielort finden die Beamten nicht nur das zweite Go-Kart. Hallo, ich musste meinen eigenen Bruder vor der Polizei verdächtigen. Weißt du, was das für mich heißt? Was hat's damit zu tun? Willst du mich etwa verdächtigen? Ich bin hier der Sieger, ich sollte das Date jetzt mit dir haben. Keiner von euch beiden kriegt das Date, was verstehst du daran? Ich hab doch gewonnen, ich will jetzt das Date. Ich scheiße drauf, wer von euch beiden gewonnen hat. Mein Vater wurde verletzt, wie kann man denn so blöd sein? Geht's schon wieder gut, mach dir doch keine Sorgen drum. Ich hasse das nicht, ne? Ihr beide seid so blöd, eine einfache Strecke zu fahren. Die Polizei, hallo! Schönen Tag! Ach, hast du ihn? Ja, das ist gut. Was ist mit Ihnen hier? Warum hauen Sie denn ab hier? Wir haben es da eben schon gesehen. Geht das so oder machen wir anders? Also wussten Sie von diesem ganzen Rennen? Ja, ich muss leider zugeben, dass ich davon wusste. Also spätestens, wenn ein Mensch verletzt wird, dann ist doch Schluss mit dem Theater. Dann muss man das doch irgendwie hinkriegen, dass man die Wahrheit sagt. Also ich muss... Wenn du jetzt die Wahrheit sagst. So, ganz kurz, ne? Ja, er mal beiseite. Mit Sprüchen, ja? Kindergarten so, jetzt ist jetzt ganz vorbei. In Ruhe. Erzählen Sie mal, was los ist. Also mir ist das auch echt unangenehm, aber ich muss halt einfach sagen, das war eigentlich ein Spiel. Also der Junge, der da lag, der Paul und der Finn... Die hatten beide Interesse an mir und wollten beide ein Date mit mir. Und ich dachte halt, ich kann mir einen Spaß daraus machen, wenn ich die gegeneinander antreten lasse. Anscheinend ging es darum, dass sie zwei Verehrer hatte. Und um sich selber nicht entscheiden zu müssen, hat sie sich dann so ein Rennen ausgedacht. Und der Bessere, der Gewinner, der hätte dann ein Date mit ihr bekommen. Wer hat denn das geplant, da einzubrechen? Jetzt mal Tacheles. Spaß, ja, wir alle. Also sie waren auch alle da vor Ort und haben diese Karts geklaut. Also wir haben den Hinweis auf drei Täter. Die Tochter und ihre beiden Verehrer werden wegen Diebstahls und Gefährdung angezeigt. Der verletzte Jugendliche, der den Vater mit dem Go-Kart angefahren hatte, wird zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort belangt. Er hat eine leichte Gehirnerschütterung von seinem Treppensturz davongetragen, wird aber wieder vollkommen gesund.